Da wir endlich bei Mario Kart DS sind, kann ich diese Frage ja jetzt stellen. Wie ist dieses Foto zustande gekommen? Das wirkt für einen fetten Mann ungesund akrobatisch. Mario sieht so aus, als würde er von seinem Kart aufspringen, um den Spieler abzustechen. Dieser Blick sagt alles. Mario Kart DS. Das Spiel, bei dem ihr die Grafik besser im Gedächtnis hatte, als sie eigentlich ist. Ich bin derjenige, der heute mit euch zurück zu diesem Spiel geht und schaut, was es eigentlich alles neu gemacht hat und was meine Meinung dazu ist. Legen wir einfach los. Als der Nintendo DS 2005 in Europa rausgekommen ist, war klar, es wird auch ein Mario Kart auf dieser Konsole rauskommen. Mittlerweile hat sich die Mario Kart Reihe als fester Bestandteil jeder Nintendo Konsole etabliert und es war sicher, wenn eine Nintendo Konsole rauskommt, wird auch ein Mario Kart rauskommen. Nintendo ließ die Leute nicht warten und brachte noch im selben Jahr Mario Kart DS raus, tatsächlich ein Mario Kart für den DS. Ja, mit dem Teil fing es leider so ein wenig an, dass die Spielenamen ein wenig unkreativ wurden. Double Dash und Super Circuit waren coole Beinamen, aber danach wurden die Titel nur noch nach den Konsolen benannt und danach nur noch mit Zahlen. Wie dem auch sei, fucking Mario Kart auf dem Nintendo DS, was gibt's krasseres? Im Vergleich zu Super Circuit, dem ersten Mario Kart auf einem Handheld, wurde hier grafisch natürlich sehr aufgerüstet und es gab nun richtige 3D-Modelle, was alles direkt viel schöner aussehen lässt. Darüber hinaus war der DS ja schon damals ein Highlight an sich, weshalb ein gutes Mario Kart auf der Konsole nur erfolgreich werden konnte. Mit über 23 Millionen verkauften Einheiten eines der erfolgreichsten Spiele zur damaligen Zeit aber. Schauen wir uns das mal genauer an. Da viele von euch auf dieses Spiel mit Nostalgie gucken werden, muss ich euch warnen. Ich werde das nicht. Ich habe Mario Kart DS erst viel zu spät gespielt, als Mario Kart 7 schon längst draußen war und ich habe da eventuell einen, ich sag mal, neutraleren Blick drauf. Wenn wir das Spiel starten, sehen wir als Auswahlmöglichkeiten Grand Prix, Zeitfahren, Versus, Wettkampf und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Scheiß auf neutralen Blick, ich mag Mario Kart DS super gerne. Die Charakterauswahl wurde im Vergleich zum Vorgänger ziemlich basic gehalten. Charakter wie Toadette und Birdo wurden komplett aus dem Raster gekickt und stattdessen wurde zum einen Knochentrocken reingeholt, wovon ich ein großer Fan bin, weil die Dinger verdammt cool sind, und Rob. Ihr wisst schon, Rob aus Mario, ich wollte ihn schon immer dabei haben. Nein, im Ernst, hier ist das erste Mal, dass ein Charakter an Mario Kart dabei war, der nicht aus dem Mario-Universum stammt. Rob sollten die meisten aus Smash kennen, aber selbst da hat er erst 3 Jahre später in Brawl seinen ersten Auftritt. Ich mag Rob echt super gerne, aber es ist schon sehr random. Da wäre es ja weniger random gewesen, einfach den Fuchs vom Gimp-Logo als spielbaren Charakter reinzubringen. Man konnte übrigens auch Shy Guy spielen, wenn man im Multiplayer gespielt hat, aber normalerweise kann man sie nicht auswählen, warum auch immer. Abgesehen davon wurden auch viele Items weggecuttet, da ein Double Dash ja sehr auf die Kacke gehauen wurde mit Items und Shit. Es gibt hier die Mario Kart Items, wo jeder sagen würde, dass sie standardmäßig in ein Mario Kart gehören, es fühlt sich einfach alles richtig an, was das angeht. Die Betrugrate ist bei dem Spiel im Vergleich zu anderen aus der Reihe schon relativ gering, würde ich sagen. Neu dazugekommen ist der Blooper, und ja, mein fucking Avatar ist ein Blooper, mit einer grünen Maske auf, das sieht man, Alter. Der macht halt ein bisschen Spritz, oh mein Gott, ich kann nichts sehen, Hilfe-Shit. Hier war das Item noch ein wenig useless, weil man gegen menschliche Spieler gespielt hat, da man trotzdem perfekt vorbeigucken konnte. Aber gegen CPUs war es tatsächlich ganz nice, da man immer sehen konnte, dass die auf einmal langsamer und kreuz und quer fahren, was ganz cool gemacht wurde. Außerdem neu hier ist der Kugel-Willi. Das Item ist super OP, aber das ist ja auch irgendwo der Zweck dahinter. Es ermöglicht einen aufzuholen, wenn man nach hinten gefallen ist, und das macht das Spiel gleich viel ausgeglichener. Mario Kart DS hat darüber hinaus noch eine Sache gemacht, die für uns heute völlig normal geworden ist. Die Cup-Auswahl ist wunderschön und hat die Symbole, die wir bis heute kennen. Die ersten 4 haben neue Strecken und die letzten 4 haben Retro-Strecken, je 4 aus den vergangenen 4 Mario Karts. Ich habe im letzten Satz 4x4 gesagt, was soll die Scheiße? Bei den neuen Strecken sind natürlich auch ein paar eher langweilige dabei, wie die Achterpiste, die tatsächlich so aussieht wie eine Achter, aber es gibt auch ein paar echte Highlights. Die Luigi's Mansion-Strecke ist viel zu gut. Ich mag die Idee, die Umsetzung, einfach irgendwie alles daran. Waluigi Pinball ist super random, aber die Strecke ist einfach mega nice designed, es macht einfach Spaß, durch sie durchzufahren. Tic-Tac-Trauma ist eine Anlehnung an die Welt aus Mario 64 und erfüllt mein Fanservice-Herz einfach voll und ganz. Ich würde aber sagen, dass Piazza Delfino mein Favorite aus dem Game ist. Die Obststände an der Seite, die kleinen Schleichwege innerhalb der Stadt, die Brücke, die hochgeht, es fühlt sich einfach wirklich alles so an, als würde man durch eine Innenstadt fahren und ich mag das super gerne. Es fühlt sich einfach alles doch ohne nervige Autos, die einem entgegenfahren, mega lebendig an und da merkt man einfach, wie gut und durchdacht diese Strecke designt wurde. Die Rainbow Road auf der anderen Seite ist, naja, ich sollte professioneller Mario Kart Rainbow Road Hater werden. Ich weiß nicht, es fehlt mir einfach dieses gewisse kreative Etwas bei der Strecke und da kann auch der Looping nicht helfen. Bei den Retro-Strecken muss ich, um ehrlich zu sein, zugeben, dass da nicht die besten Entscheidungen getroffen wurden. Man hat sich dazu entschieden, die Strecken gerecht zwischen den 4 zuvor erschienenen Mario Kart Games aufzuteilen, aber die SNES und die GBA-Strecken sehen da natürlich sehr ähnlich aus und dazu noch ein wenig lame, aber naja, ich will nicht haten. Allein die Tatsache, dass sie hier drin sind, ist natürlich schon cool genug, aber im Vergleich zu den anderen Strecken in dem Spiel stinken sie natürlich sehr hart ab. Zum Gameplay an sich in dem Spiel kann man gar nicht mal so viel sagen, dass
das einfach Mario Kart ist, wie es sein sollte. Das Drifting fühlt sich einfach super smooth an und es herrscht, wie gesagt, in dem Spiel kein allzu großer Betrug, zumindest nachdem, wie ich es erlebt habe. Ich würde sogar so weit gehen, dass Mario Kart DS einer der Teile ist, bei dem es am meisten auf Skill ankommt. Ist aber natürlich auch nicht das Schwerste, wenn man sich mal die anderen Ableger anguckt. Neben den normalen Rennen konnte man zum ersten Mal auch so richtig online fahren, was natürlich mittlerweile wieder abgeschaltet ist, aber damals mit Sicherheit eine große Neuerung gewesen ist. Und außerdem, oh, ich habe gerade auf meine Uhr geguckt. Es wird Zeit für den Part, auf den ihr alle gewartet habt, der Missionsmodus ist verfickt super. Es gibt dem Spiel einfach so viel mehr Singleplayer-Genuss, was natürlich nicht der Fokus bei Mario Kart ist, aber trotzdem super viel Spaß macht. Dabei hat es sich meistens auf eher simplere Sachen beschränkt, wie zum Beispiel Münzen einsammeln oder durch Tore fahren. Aber allein der Fakt, dass es etwas zu tun gibt, was nicht einfach, hey, gewinne ein Rennen ist, hat das alles so einzigartig und spaßig gemacht. Außerdem gab es Bossfights in einem Mario Kart Spiel, es war super. Ich glaube, Nintendo will Mario Kart einfach als Multiplayer-Spaß auf den Markt bringen, und da zu viel Fokus auf den Singleplayer zu legen, könnte da irgendwas dran schaden oder so? Ich weiß auch nicht, ich versuchte einfach Erklärungen zu finden, die nicht sind, dass sie zu faul sind oder nicht auf die Fans hören. Ich meine, es ist Nintendo, sie würden doch sowas nie machen. Oh. Mario Kart DS ist ein super gutes Spiel. Es gibt zwar keine crazy Sachen und keine wacky Neuerungen, aber dafür macht es so gut wie gar nichts falsch. Für die damalige Zeit, so ein Spiel auch noch unterwegs spielen zu können, war ein großer Schritt für die Spielereihe und für Gaming allgemein, was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Mega nice Spiel und von vielen zu Recht bis heute so sehr geliebt. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schon seitdem ich diese Review-Reihe zu den Mario Kart Spielen gestartet habe, wollte jeder Mario Kart DS sehen, deshalb hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes kommt dann Mario Kart Wii. Und an alle, die es noch nicht gemerkt haben sollten, also ihr braucht nicht fragen, wann das Video kommt. Jedes fünfte Video bei mir ist ein Mario Kart Video, damit die auf meinem Kanal schön untereinander sind auf dem PC. Yeah, ich achte auf sowas, lasst mich in Ruhe. Vergesst nicht, eine Bewertung da zu lassen. Haut rein und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.